Ja, hallo miteinander. Ich möchte euch heute ganz gerne wieder einen unserer Kurse bei der Traisen vorstellen. Ich bin Sabine Schüttemeier, bin hier Trainerin bei der Traisen, hauptsächlich für den Office-Bereich zuständig. Und ich möchte euch heute gerne wieder einen Kurs nahelegen. Das ist dieser hier. Es geht hier um den Excel-Aufbaukurs. Hier steht jetzt die Version 2010 daneben. Das ist erstmal eigentlich nicht relevant. Die Themen sind im Grunde die gleichen. Man hat halt nur entsprechend eine andere Oberfläche. Ich werde jetzt gleich auch alles entsprechend in der 2010er Version einfach mal zeigen, aber natürlich bieten wir diesen Kurs auch für sämtliche Vorgängerversionen an, für 2003, für 2007, sogar für 2002 sollte da jemand Bedarf haben. Was ist das für ein Kurs? Dieser Kurs geht 2 Tage. Wichtig dafür ist, an wen sich der Kurs richtet. Das ist jetzt kein Einsteigerkurs, wie der Name auch schon sagt, sondern dieser Kurs richtet sich eben wirklich an Personen, die in Excel schon entsprechende Erfahrung vorweisen können. Für alle, die gerne neu einsteigen möchten, haben wir auch einen Kurs, der nennt sich dann eben Microsoft Excel Einführung. Den kann man dann natürlich auch gerne bei uns buchen. Was werden wir in diesem Kurs machen? Man sieht hier schon eine relativ lange Liste an Seminarinhalten, was wir alles so machen werden. Riesenthema natürlich Pivot-Tabellen. Pivot-Tabellen-Thema, was viele auch interessiert. Wir werden auch schon so eine kleine Einführung in den MS Query machen. Wir werden uns mit so ein paar Analysefunktionen beschäftigen, mit der Zielwertsuche, mit Datenanalyse, mit Filtern, Selektieren, Extrahieren und so weiter. Die Inhalte könnt ihr auf unserer Internetseite auch gerne durchlesen. Ich werde jetzt an ein, zwei Beispielen einfach schon mal zeigen, was ist mit Excel eigentlich alles so möglich? Wo ist der eine oder andere vielleicht schon mal an die Grenzen gestoßen und möchte gerne mehr sehen? Denn genau das werden wir eben in diesem Aufbaukurs entsprechend machen. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja später auch gerne den Kurs mal bei uns buchen. Ich starte jetzt einfach mal hier Excel 2010 und habe da natürlich auch schon so eine kleine Tabelle vorbereitet für unser erstes Thema. Das erste Thema, was ich euch mal vorstellen möchte, ist der sogenannte Spezialfilter. Filter werdet ihr fast alle kennen, auch wohl schon mal benutzt haben. Da stören euch vermutlich auch die Grenzen, die einem dieser Filter setzt. Wenn ich jetzt hier in dieser Tabelle beispielsweise mal filtern möchte, alle, die ein Gehalt zwischen 1800 und 2500 Euro bekommen oder älter sind als 40 Jahre, dann werde ich das mit dem normalen Filter schon nicht mehr hinbekommen, denn der benutzerdefinierte Filter bietet ja nur 2 Möglichkeiten. Ich zeige das mal einmal den ganz normalen Filter. Ich lege den hier einfach drauf, Register Start, Sortieren und Filtern. Filter. Das ist jetzt der ganz normale Autofilter, wo ich hier meine kleinen Filterpfeile habe, hier jetzt draufklicken kann und da könnte ich jetzt eben sagen Zahlenfilter, benutzerdefinierter Filter und könnte hier eben sagen, ist größer als, jetzt nehmen wir mal 1800 und ist kleiner als 2500 und okay. Dann ist diese Liste jetzt natürlich entsprechend gefiltert. Jetzt möchte ich aber ja zusätzlich das Alter haben und zwar alle, die über 40 sind. Geht nicht mehr. Wenn ich hier jetzt noch das Alter bei über 40 einstellen würde, ist größer als 40, dann habe ich alle, die älter als 40 sind und ein Gehalt zwischen 1800 und 2500 haben. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte mehr haben. Ich möchte mehr Möglichkeiten haben. Und diese mehr Möglichkeiten, die bietet mir eben entsprechend der Spezialfilter. Und wie der genau funktioniert, das zeige ich jetzt mal. Den Filter nehme ich hier jetzt erstmal wieder raus. Übersortieren und filtern einfach löschen. Und zack, habe ich hier wieder meine ganz normale Liste. Wo finden wir den Spezialfilter? Den finden wir im Register Daten. Da ist der normale Filter auch und hier gibt es auch den Filter erweitert. Das ist der sogenannte Spezialfilter. Für den Spezialfilter müssen wir erstmal ein paar Voraussetzungen treffen. Wir brauchen für den Spezialfilter einen sogenannten Kriterienbereich. Den habe ich hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Was wollte ich filtern? Ich wollte gerne irgendwas im Bereich Gehalt filtern. Deswegen habe ich hier schon mal Gehalt hingeschrieben. Achtung, die Schreibweise ist wichtig. Das Wort Gehalt hier im Kriterienbereich muss genauso sein wie hier in der Liste entsprechend. Am einfachsten also vielleicht den Begriff hier oben einfach reinkopieren, damit man da nicht aus Versehen irgendwie einen Tippfehler drin hat, einen Dreher drin hat. Was wollte ich? Ich wollte alle, die ein Gehalt haben, was größer ist als 1800 und ein Gehalt, was eben kleiner ist als 2500, wobei ich die Zeichen hier andersrum setzen sollte, damit das auch entsprechend funktioniert.
So, das habe ich jetzt hier erreicht. Ich habe hier einmal die Abfragegehalt größer 1800 und Gehalt kleiner 2500. Für eine Und-Verknüpfung muss ich die beiden Bedingungen hier einfach nebeneinander in die gleiche Zeile schreiben. Jetzt möchte ich aber noch alle haben, die älter als 40 sind. Also eine Oder-Verknüpfung. Gehalt zwischen 1800 und 2500 oder alle, die eben älter sind als 40. Dafür mache ich mir hier eine weitere Spalte, die nennt sich eben Alter. Muss auch hier wieder genau so geschrieben sein wie in der Tabelle. Und da möchte ich ja jetzt eine Oder-Verknüpfung haben. Deswegen schreibe ich das in eine Zeile darunter. Dieses versetzte Schreiben sorgt eben für eine Oder-Verknüpfung. Und da sage ich jetzt eben entsprechend einfach größer 40. Damit habe ich meine Vorbereitungen getroffen. Das muss ich immer machen, bevor ich entsprechend filtern kann. Ich muss mir diesen Kriterienbereich schaffen, der unendlich groß sein kann. Ich könnte jetzt hier auch weitermachen mit, dass ich noch den Ort abfrage und sage, hey, zeige mir doch mal alle mit Gehalt größer 1800 und kleiner 2500, die vielleicht in Frankfurt wohnen. Dann würde ich einfach hier Ort und Frankfurt auf die gleiche Ebene schreiben. Für eine Oder-Verknüpfung würde ich Frankfurt hier weiter nach unten setzen. Probieren wir diesen Filter aber erstmal einmal aus. Wie geht's jetzt weiter? Ich nehme jetzt mal den normalen Filter einmal raus und gehe jetzt hier direkt auf den Spezialfilter eben hier auf Erweitert. Was passiert? Es springt hier ein kleiner Assistent auf, der ist jetzt hier teilweise schon ausgefüllt. Das lösche ich mal raus, damit wir es von ganz vorne sehen können. Im ersten Schritt möchte jetzt Excel wissen, möchte ich die Liste gleich an gleicher Stelle filtern oder möchte ich den Bereich, den ich finde, an eine andere Stelle kopieren? Denn auch das geht. Ich könnte die Daten jetzt aus dieser Tabelle herausziehen in einen anderen Bereich, auch in ein anderes Tabellenblatt, wenn ich möchte. Wir möchten aber jetzt mal ganz normal erstmal an gleicher Stelle filtern. Listenbereich. Listenbereich ist die komplette Liste. Die markiere ich jetzt hier. Da haben wir es. Das ist jetzt die komplette Liste, die ich hier einmal markiert habe. Was ist der Kriterienbereich? Das ist der Bereich, den wir hier oben angelegt haben, mit allen Zeilen und Spalten und natürlich auch mit den Spaltenüberschriften zu markieren. Vorsicht, dass man nicht aus Versehen noch irgendwie eine Zeile oder eine Spalte zu viel mitnimmt, so hier was beispielsweise. Das könnte dann dazu führen, dass wieder alle Daten rausgefiltert werden, weil das wäre dann wieder eine Oder-Verknüpfung, die bedeutet, oder gar nichts von den Kriterien ist erfüllt und schon funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Ganz wichtig. Kopieren nach ist hier ausgegraut, weil ich ja nicht gewählt habe, dass ich an eine andere Stelle kopieren möchte. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, dass ich Duplikate rauslöschen möchte. Das mache ich hier nicht, weil ich auch weiß, dass in dieser Tabelle gar keine Duplikate drin sind. Das Ganze bestätige ich jetzt mit OK. Und wir werden feststellen, dass die Daten entsprechend gefiltert sind. Das sieht man hier vorne ja auch immer ganz gut. Wer des Zählens denn mächtig ist, wird feststellen, dass 48 nicht direkt danach die 50 kommt. Das passt irgendwie nicht so ganz. Also da sieht man, es wurde entsprechend gefiltert. Und wenn wir hier in das Gehalt mal reingucken, dann sollten hier alle zwischen 1800 oder 2500 liegen. Abgesehen eben von denen, die älter als 40 sind. Hier haben wir so ein Beispiel, ne? Der hat nur ein Gehalt von 1768, ist aber trotzdem rausgefiltert worden, weil ich durch die Oder-Verknüpfung ja hier gesagt habe, oder alle, die älter als 40 sind. Und da sehen wir, älter als 40, ja, das ist diese Person. Das hat also ganz wunderbar entsprechend funktioniert. Was jetzt nicht geht, ist einfach mal hier eben das Alter ändern. Dann wird sich die Tabelle nicht automatisch ändern. Dann müsste ich eben nochmal einmal den Filter neu anstoßen. Ich sage jetzt mal, oder älter 50, dann müsste ich jetzt eben einmal nochmal auf den erweiterten Filter gehen. Die Daten stimmen ja alle noch. Das Ganze mit OK bestätigen. Und jetzt sehen wir, dass mein Datensatz hier, der eine, der eben 44 war, der nur 1768 verdient hat, der ist jetzt natürlich weg. Denn über 50, das war er ja nicht mit seinen 44 Jahren. So funktioniert das also. Ich kann den Bereich auch jederzeit erweitern, wenn ich möchte.